herzlich willkommen in unserer Ausstellung Moderne Zeiten – Industrie im Blick von Malerei und Fotografie. Ich stehe hier vor unserem Titelmotiv, vor dem Förderturm von Bernd und Hilla Becher. Bernd und Hilla Becher haben wohl die Industriefotografie in Deutschland geprägt wie keine zweiten. Sie haben eine ganze Schule geschaffen, viele ihrer Schüler haben wir auch hier in der Ausstellung versammelt, wie Andreas Gurski, Thomas Struth, Claudia Fehrenkemper oder Thomas Ruff. Unsere Ausstellung beschäftigt sich mit dem Dialog von Malerei und Fotografie und der Darstellung von Industrie in einem Zeitraum von 175 Jahren. Wir spüren den Gemeinsamkeiten nach, aber eben auch den Unterschieden. Was verbindet die Malerei und die Fotografie und wo gehen sie ihren ganz eigenen Weg? Bernd und Hilla Becher sind mit ihrer Archäologie ihren ganz eigenen Weg gegangen. Sie haben die verlassenen Industriestandorte in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt bereist und waren so Archäologen der Schwerindustrie, der Montanindustrie und haben mit ihren Werken bleibende Eindrücke hinterlassen für eine untergegangene Welt.